Ihr Lieben, das heutige Tutorial beschäftigt sich mit der Epoche des Sturm und Drang. Und diese Epoche ist ganz besonders interessant, wie ich finde. Und der Namensgeber für die Epoche des Sturm und Drang ist Friedrich Maximilian Klinger, der nämlich eben ein Drama verfasst hat, das genau diesen Titel hatte: Sturm und Drang. So, jetzt fragt ihr euch natürlich zu Recht, was ist denn so wichtig an der Epoche des Sturm und Drang? Und vielleicht schauen wir uns erstmal ein paar Grundsätze an. Das heißt, in dieser Epoche lehnten die Autoren sich auf gegen eine sogenannte künstlerische Erstarrung. Das heißt, es war sehr regelhaft festgelegt zum Teil, wie das Schreiben aussehen sollte, welche Regeln es gab, denen man folgen musste. Und die Autoren lehnten das ab in der Epoche des Sturm und Drang. Sie lehnten sich grundsätzlich auf gegen unnötige Tradition und Autorität. Und das hatte auch zur Folge, dass es abgelehnt wurde, dass sich Poesie bestimmten Regeln unterwerfen sollte oder musste. Stattdessen wollte man gerne, dass die Gefühle und Empfindungen im Zentrum der Literatur stehen. Das zeichnete sich vor allem durch eine stürmische, unbändige, gefühlsbetonte Sprache aus. Und hierbei wurde oft die Natur gewählt, um eben diese Gefühlswelt nochmal zu verdeutlichen. Das heißt, wir haben Naturdarstellungen oder auch Darstellungen des Wetters, die diese Gefühlswelt nochmal näher beschreiben sollen oder als Symbol dienen. Die vorherrschende Gattung im Sturm und Drang war das Drama. Das hatte unter anderem den Grund, weil man sich sehr nach England orientierte und Shakespeare als Autor unfassbar bewundert wurde, der natürlich ganz viele Dramen verfasst hat und deshalb herrschte diese Gattung vor im Sturm und Drang und wurde von den Autoren gerne gewählt. Die bedeutendsten Autoren sind die sogenannten jungen Wilden, nämlich Friedrich Schiller und Johann Wolfgang von Goethe, die als bedeutendste Vertreter des Sturm und Drang gelten. Friedrich Schiller vor allem mit seinem Drama Die Räuber und Johann Wolfgang von Goethe mit dem klassischen Stürmer und Dränger, dem Werther im Briefroman Die Leiden des jungen Werthers. So, ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen zu dieser unglaublich spannenden Epoche des Sturm und Drang beantworten.